Fast jeder kennt eins. Leerstehende Ladengeschäfte in Mainz. Mal sind sie erst seit kurzem vakant, mal stehen sie schon länger leer. Die Gründe sind vielseitig. Bei einigen mag es die Lage abseits der Kundenströme sein, doch auch auf der Citymeile sind sogenannte Leerstände zu finden. Für viele gilt, schön sind sie nicht anzusehen. Dass man solche Räume auch anderweitig nutzen kann, fand die Kommunikationsdesign-Studentin Sarah Bäumler und beschloss, einen Leerstand als Fläche für ihre Bachelor-Ausstellung zu suchen. An geeignete Räumlichkeiten zu kommen, war jedoch nicht so einfach. Nee, es war nicht so leicht, so eine Räumlichkeit zu finden. Ich bin da auch eher naiv rangegangen und dachte, dass es leichter funktioniert und hatte dann vor allem Glück, dass sich die gemeinnützige Wohnstätte-Genossenschaft hier zurückgemeldet hat und mir das angeboten hat. Denn während es in den Verwaltungen anderer Städte Abteilungen gibt, die sich um Zwischennutzungen kümmern, laufen solche Vermittlungen in Mainz rein über private Initiativen, wie etwa dem Verein Schnittstelle 5. Wir haben ziemlich viele Zwischennutzungen umsetzen können, gemeinsam mit den Eigentümern, die uns danach davon berichtet haben, dass sie selbst auch die Zwischennutzungen besucht haben, die Kunst und Kultur, die dort ausgestellt wurde und die dort gemacht wurde, spannend fanden. Also es ist natürlich auch so ein Effekt, den der Eigentümer mitnehmen kann. Zwischennutzungen leisten natürlich auch einen Beitrag dazu, dass die Städte nicht alle gleich und uniform aussehen. Also heißt, dass Mainz nicht aussieht wie Ludwigshafen oder Trier oder Koblenz, sondern dass Mainz auch nochmal so einen eigenen Charakter hat. Und Zwischennutzungen bieten die Möglichkeit, dass Bürger aktiv an Stadtentwicklung teilhaben können. Wer sich aktiv beteiligen möchte oder geeignete Immobilien kennt, kann den Verein unter schnittstelle-mainz.de kontaktieren. Denn, wie sich bei der Eröffnung von Sarah Bäumlers Ausstellung zeigte, Besucher und Anwohner waren von der Zwischennutzung durchaus angetan. Ja, also ich bin, wie gesagt, Anwohner hier, ja, wohne hier in der Nähe, habe mit Kunst bis jetzt nicht so viel zu tun gehabt, aber wenn gerade mal eine Ausstellung ist, ja, dann denke ich, kommt man mal vorbei, schaut sich das an mit anderen Leuten. Ja, so, weil es muss ja nicht immer, sag ich mal, eine Galerie angemietet werden. Man kann, weil Kunst ist ja was Freidenkendes. Ja, man kann das, wie gesagt, auch in solchen Räumlichkeiten machen. Wer sich selbst noch ein Bild von der Ausstellung machen möchte, kann das noch bis Samstag, 14. Januar, täglich von 18 bis 21 Uhr in der unteren Zahlbacher Straße 22.